Mr. Fitz. Leider nein. Ich verstehe das nicht. Sie haben einen alten Vertrag. Sie verdienen um die Hälfte mehr als alle anderen. Ja, ich bin aber nicht irgendwer. Natürlich. Ich bin eine Instanz. Ja, aber wenn ich Sie weiter beschäftige, dann müsste ich stattdessen drei junge Redakteure rausschmeißen. Familienväter. Alleinerziehende Mütter. Oh, mir kommen so die Tränen, wirklich. Oh, ich mach das ja wirklich nicht gerne. Sie sind ein feiges kleines Würstel, das alles macht, was die Geschäftsführung will. Danke für das Gespräch, bitteschön. Ein gestandener Musikkritiker wird kurzerhand vor die Tür gesetzt, weil die Jüngeren billiger sind. Josef Hader, einer der besten aktuellen Kabarettisten, schrieb und inszenierte diesen Film, in dem er zudem die Hauptrolle spielt. Arschloch! Schießeres Arschloch! Deutsche Sau! Kennen Sie solche Situationen? So in der Form kenne ich es nicht. Man nimmt da immer alles, was man hat, an was man sich erinnern kann bei sich selber oder was man von anderen erlebt hat oder hört. Und man nimmt alles aus der Fantasie. Wenn man eine Geschichte schreibt, dann weiß man oft beim Schreiben gar nicht, wo es gerade her ist, ob man es erlebt hat oder ob es aus der Fantasie ist. Da ist seine billigere Nachfolgerin. Wir sind alle völlig schockiert. Keiner in der Redaktion kann es glauben. Es tut mir so leid für Sie. Wie geht's Ihnen denn? Wunderbar. Ach, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht um Sie. Ich meine, der Beruf, das war ihr ein und alles. Machen Sie die Kritik? Ja, also... Morgen Abend schicken Sie mich in die Zauberflötenpremiere. Und ich meine, ich habe noch nie eine Opernkritik geschrieben. Die Zauberflöten ist keine Oper. Zauberflöten ist ein Singspiel. Und welches Genre bedient dieser Film? Ich finde Genres sehr interessant, weil sie halt auch im Zuschauer immer bestimmte Erwartungen hervorrufen und mit denen kann man dann ganz gut spielen. Und ich mag gerne die Mischung von Genres. Und letztendlich ist es ja ein Beziehungsfilm, es ist aber auch ein Rachefilm, es ist die Geschichte einer Männerfreundschaft und eine Tragikomödie. Also es ist so einiges an Genre im Mixer so durchgequirlt. Dies wird der Beginn eines immer weiter ausufernden Rachefeldzugs. Und weil er seiner Frau nicht sagen will, dass er ohne Arbeit ist, vertreibt er sich seine Zeit und seinen Frust auf dem Wiener Prater. Mädchen mit Kapuze, das sieht sehr elegant aus. Das ist die titelgebende Wilde Maus. Eine marode Achterbahn, wo er zunächst wieder Arbeit, vor allem aber Freundschaft finden wird. Ja, ist das ein Baby? Wahnsinn. Oh. Ich bin arbeitslos. Seit wann? Seit heute. Scheiße. Ja. Was bloß, bist nicht arbeitslos, bist mein Kompagnon ab jetzt. Sein Kompagnon ist kein geringerer als Georg Friedrich. Danke. Er ist der beste österreichische Filmschauspieler für mich und er ist immer unglaublich in den Szenen, im Moment drinnen. Und am Schneidetisch ist es ein bisschen deprimierend, wenn man mit ihm zusammenspielt, weil man bei ihm fast jeden Take nehmen kann und den hohen Luxus einer großen Auswahl hat. Und bei mir selber bin ich immer froh, wenn ich zwei, drei zusammenkratzen kann, die passen. Ah, Wahnsinn. Dann ist da noch die Beziehungsgeschichte. Seine Frau will unbedingt und gerade jetzt ein Kind. Bist du vom Jahrmarkt? Nein, ich bin im Prater. Wir haben eine Pressekonferenz im Messezentrum. Hast du eine Klienten? Habe ich abgesagt. Eisprung. Verstehe. Kannst kommen? Ja, ich habe schon öfter mit ihm gearbeitet und... Ich habe jetzt vor kurzem mal als Spaß gesagt, ich nehme jede Hauptrolle. Also so oft kriege ich keine Angebote. Als Schauspielerin muss man dann schon überlegen, ob man irgendwas ablehnt. Nein, mir hat das Buch von,
von Anfang an, ich habe es öfter gelesen, gut gefallen. Und auch wenn es wer andere geschrieben hätte und es so gut gewesen wäre, hätte ich mitgemacht. Ich weiß nicht, wie ich Vater sein soll, wie mein Alter. Du unterdrückst den Samenerguss. Bist du angerannt irgendwo? Ja, dann sind deine Spermien halt so unbeweglich. Du wirst überhaupt nicht mehr richtig feucht, da können sie die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen. Johanna, bitte fahr mal mit dem Auto. Das war schon ein abgefahrener Abend, ne? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Ich hab mich fast in dich verliebt. Die Folge? Eine beinahe Love-Story Johannas mit einem Klienten. Vorher habe ich nie gedacht, dass das geht. Ich meine, seitdem ich ein Kind bin, war ich immer in Jungs verliebt, aber bei dir, da... Du bist schon sehr besonders. Wie besonders? Ich weiß nicht, so männlich. Das sagt der Dennis Moschito, also der Sebastian zu mir. Aber ja, der Josef hat es geschrieben. Also ja, das Lustige ist, ich habe mal, der erste Film, den ich mit Josef zusammen gemacht habe, einen Film von Wolfgang Murnberger, der Knochenmann, da habe ich einen Mann gespielt, der sich umoperiert hat lassen in eine Frau. Und ich habe die Rolle bekommen, weil ein anderer Regisseur, Michi Klawocker, gesagt hat, nehmt die hier circa, die geht wie ein Mann. Und es war kein Kompliment, aber andererseits muss man alles, was man besonders, also was einen unterscheidet, muss man machen. Das ist keine Frage. Seit ich auf der Welt bin, sind andere Menschen für mich wie Außerirdische. Ich weiß nicht, wie es funktionieren. Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen. Wahrscheinlich, weil ich als Kind viel allein war. Glaubst du nicht? Halt einfach die Pappen. Okay. Reden wir mal drüber. Und dann die Tragikomödie. Ein dilettantischer Selbstmordversuch mit einer Flasche Whisky nackt im Schnee. Der Autor und der Regisseur Harder gehen da ziemlich sadistisch mit dem Schauspieler Harder um. Nein, ich wollte halt eine Geschichte erzählen und wenn ich eine Geschichte so und so erzählen will, dann geht es nicht um Sadismus, sondern da freut sich auch der Schauspieler dann, nicht nur wenn es ich bin, auch wenn es andere sind, dass sie extreme Situationen spielen können, weil das gibt ihnen ja Möglichkeit, was zu zeigen. Warum sitzt du nackert in einem fremden Auto? Ja, ich glaube, daran hat er aber auch eine große Lust, also das, sich da so reinzuhauen. Ist auch ein bisschen ein Sinnbild, wie sehr er sich in die Arbeit vergräbt. Ich hatte das Glück, ich habe nur diese Regenszene am Schluss und da war es auch recht kühl, aber eben, was ich vorher gesagt habe, du wirst ja dann als Schauspielerin eh von allen gleich wieder gewärmt und geföhnt und gehätschelt. Also, in Wirklichkeit nimmt der Josef schon sehr Rücksicht. Jetzt sei nicht so kindisch! Du sagst mir sicher nicht, was Kindisches. Steig noch mal ein. Erklärst mir dann, warum du nackert in einem fremden Auto sitzt? Ja! Ich wollte mich umbringen. Indem sie nackert in ein fremdes Auto sitzt?